Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Fußball-Bundesliga ist an diesem Wochenende in die neue Spielsaison gestartet. Erster Spitzenreiter ist der FC Hansa Rostock. Der letzte Meister der ostdeutschen Oberliga schoss gegen den ersten FC Nürnberg 4 Tore. Der andere Ostneuling, Dynamo Dresden, musste heute gegen den deutschen Meister, den ersten FC Kaiserslautern, spielen. Der Meister trumpfte in der ersten Halbzeit überzeugend auf. Hier Doppelpass, Dulli mit Vogel, wieder Dulli. Und eigentlich war das das 1:0, aber nur das Außennetz getroffen. Der FC Kaiserslautern bestach vor allen Dingen durch ein ganz konzentriertes Kopfballspiel und durch große Zweikampfstärke. Und in der 38. Minute war es passiert. Wieder Dulli. René Müller kam noch mit den Fingerspitzen an den Ball. Zu halten gab es nichts. 1:0 für den FCK. Es ehrt den Neuling Dynamo Dresden, dass er nicht aufsteckt. Und 23.000 Zuschauer standen wie ein Mann hinter der Mannschaft. Gewaltiger Hauptmannschuss. Der junge Sven Radtke wurde immer Kesser in dieser zweiten Halbzeit. Und noch einmal Radtke. Aber Ehrmann, ein Meister seines Fachs. Es bleibt beim 1:0 für den FCK. Letzter Versuch für die Dresdner. Ein schöner Hinterhaltschuss und auf der Linie rettet Dulli. Alle Ergebnisse des ersten Spieltages: Dresden-Kaiserslautern 0:1, Schalke-Hamburg 0:0, Düsseldorf-Frankfurt 1:2, Rostock-Nürnberg 4:0, Bremen-München 1:1, Karlsruhe-Dortmund 2:2, Stuttgarter Kickers-Wattenscheid 3:0. Bereits gestern spielten Duisburg-VfB Stuttgart 1:0, Bochum-Köln 2:2, Leverkusen-Mönchengladbach 1:0.